Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu City Skylines Snowfall inklusive After Dark, versteht sich von selbst. Und ich habe ja letztes Mal ein bisschen Scheiße gebaut, sodass unser Einkommen ziemlich viel ins Negative gesunken ist und wir erstmal ein Darlehen aufnehmen mussten. Ich werde mal kurz die Zeit ein bisschen schneller vergehen lassen. Momentan fahren wir wieder plus ein, was nicht wirklich verkehrt ist. Und ja, unsere Bevölkerung steigt. Wir sind bald bei 3800. Ich glaube, bei 3800 gab es ja die Bürogebäude. Nee, doch nicht bei 5500. Bei 3,8, was war bei 3,8? Da gab es doch irgendwas Schickes. Okay, ich komme nicht mehr drauf. Gut, nun schauen wir erstmal, was hier noch weiter passiert. Ja, wie gesagt, letzte Mal, genau, wir wollten Strom. Ich brauchte Strom. Habe ich irgendwie etwas Mist gebaut, sodass hier aus irgendeinem Grund die ganzen Häuser weggefallen sind. Und ja, schauen wir mal. Jetzt müssten wir demnächst einfach mal dafür sorgen, dass hier ein bisschen Strom ankommt. Ich weiß nicht, ob der Strom von dem Windkraftrad hier reicht. Ich meine, wir können es einfach mal versuchen. Mehr als dass es nicht geht, kann nicht passieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Und der Strom reicht schon aus. Tja, scheint zu funktionieren. Da fängt es auch schon wieder an zu schneien. Sehr schön. Oh, da hinten. Sonnenaufgang, wie es aussieht. Sehr hübsch anzusehen. Oh, oh, oh. Okay, der Strom reicht nicht. Dann zeig uns doch mal die Übersicht hier für den Strom. Wieso, warum, weshalb? Jetzt zieht sich der Strom schon nach oben. Vorher war es ja nur hier unten am Fuß. Nicht genügend Treibstoff. Aha. Okay, das heißt, wir haben keine Kohle. Deswegen auch kein Strom. In Ordnung. Das wiederum lässt uns mal gleich hier die Naturrohstoffe abchecken, ob wir hier überhaupt irgendwo Kohle haben. Haben wir nicht. Das heißt, wir sollten schnellstmöglich, so wie es aussieht, wo da hinten die, ne, das Öl. Ja, wie kommen wir an Kohle? Erz, Wald, Öl oder fruchtbares Land? Fruchtbares Land würde ich auf gar keinen Fall schätzen. Das ist verdammig nochmal. Dann zeig uns mal jetzt hier erstmal, wie wir noch an Strom kommen. Das war zu teuer, das kostet. Palüm, palüm, 12.000. Okay, das hier kostet uns 6.000. Ja, jetzt muss ich gucken. Ist definitiv hier mit so der nicht genügend Geld. Wow, 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 wow. Verdammt, verdammt, verdammt. Sobald wir 6.000 haben, werde ich jetzt hier erstmal mal ein Windkraftrad hinsetzen. Das erklärt jetzt auch natürlich so einiges. Wenn die Kraftwerke da hinten keinen Strom mehr liefern, ist das Ganze echt bescheiden schön. Gerade jetzt hier, wo die Heizung und so weiter über Strom laufen. Oh, minus 1200. Verdammte Axt. Ich wusste gar nicht, dass die Ressourcen dafür auch irgendwann erschöpft sind. Verwandelt Kohle in Strom. Ausgangsleistung 9 Megawatt. Kohle gespeichert für 0 Wochen. Dann lass uns doch mal schauen. Das Budget. Setzen wir es mal hier ein bisschen höher. Auf, sagen wir mal, 130%. Nachts brauchen sie eigentlich weniger, aber gehen wir auch mal einfach auf 130%. Eventuell haben wir ja Glück. So, wir fahren langsam leichtes Plus wieder ein. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Ich meine, klar, für die Anwohner ist es genauso ärgerlich, keinen Strom zu haben. Was wird denn hier getwittert? Die neuen Stromzähler ermutigen die Bürger zum Stromsparen. Das schlägt sich fast sofort zu Buche. Hashtag Energy, Hashtag Sustainability. Okay, momentan gibt es wieder Strom. Wir fahren auch wieder Plus ein. Mal gucken, ob sich das Stromausgabedings, wie auch immer, die Budgeterhöhung lohnt.
Nicht genügend Treibstoff. Wie kommen wir an Kohle? Kann mir das irgendwer von euch sagen? Vor allen Dingen, oh nee, das andere ist hier und hat auch noch nicht genug Kohle gespeichert für 4 Wochen. Ich gehe mal davon aus, alter Falter. Was zur Hölle ist denn hier los? Seht ihr, Atta hat ja in die Kommentare geschrieben hier, von wegen mit den Straßenbahnen, dass es vielleicht nicht ganz so prickelnd ist. Und vielleicht hat er da auch recht. Und daher werde ich mal eine Straßenbahnspur entfernen. Eben mal gucken hier, wie ich die entfernen kann. Mal gucken, ob ich jetzt die komplette Straße einreiße. Nee. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Okay, mit Rechtsklick können wir die entfernen. Ja, tut mir echt leid, Leute, aber erstmal eine Richtung, damit wir da hinten nicht allzu viel blockieren. Hier, komm, sammeln wir mal einen da. Zack. Denn ich will hier versuchen, irgendwie den Stau zu minimieren und ja, dafür auch später noch die Straßenbahn nochmal komplett andersrum zu lenken, zu leiten, wie auch immer. So, und damit haben wir die eine Seite schon mal komplett entfernt. So, ich hoffe, dass die Straßenbahn jetzt einfach direkt ins Depot marschieren. Und wir werden dann demnächst mal... Ja, als erstes müssen wir jetzt erstmal hier für Strom sorgen. Mal gucken, ob die Budgeterhöhung, wie gesagt, für das Kohlekraftwerk, für den Strom erstmal so weit zählt, dass wir hier eventuell wenigstens 12.000 zusammenkriegen. So, und wir sind eine geschäftigte Kleinstadt. Geschäftige Kleinstadt. 3.800 Einwohner, sehr schön. Öl. Industrie-Spezial. So, und wir haben Tourismus-Spezialismus wahrscheinlich. Neue Gewerbespezialisierung. Spezialisierung. Entschuldigt bitte, ich komme gerade aus der Nachtschicht. Da ist es mit dem Lesen und so oder so nicht ganz so einfach. Wir haben neue Straßen freigeschalten. Sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Oh, wir haben jetzt ein großes Ölkraftwerk, haben ein großes Krankenhaus, großes Polizeihauptquartier sowie Feuerhauptquartier, Feuerwehrhaus. Busbahnhof. Oh, und was haben wir denn hier noch? Schneemobilstrecke. Cool. Hier drüben Anglersteg. Alles klar, ist auch in Ordnung. Eishockeyspielfeld. Das ist ja richtig geil. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Unter Straßeninstandsetzungsdepot. Sehr schön, was die Straßen wahrscheinlich repariert. Wenn sie nicht im Einsatz sind, parken Straßeninstandsetzungsfahrzeuge im Straßeninstandsetzungsdepot. Die Straßeninstandsetzung verbessert Straßen auf großartigem Zustand, damit dort schneller gefahren werden kann. Aha. Interessant, interessant. Cool, dann können wir ja mal gucken, ob hier sich vielleicht denn irgendwas tut an der Einfahrt. So, ich meine, Stau ist etwas reduzierter, aber immer noch nicht komplett weg. Wie gesagt, leider gibt es momentan keine Mod wegen dem Traffic Manager. Was ist hier mit der Straßenbahn? Warum fährt die nicht? Kehr zum Depot zurück, dann mach es. So, weg ist sie. Und ihr steht hier jetzt, weil... Wieso, warum, weshalb? Ich habe hier bloß Zungenbrecher gerade. So, jetzt können sie hier wieder etwas fahren. So, was haben wir hier? 63% voll. Ist gerade am Entladen, richtig. Haben wir letztes Mal zum Entladen gebracht. Die Mülldeponie, jetzt müssen wir hier auch wieder entladen. Und es wird Zeit, dass wir auch eine Müllverbrennungs-Dings da bauen. Oh, und wir haben 42.000. Da werden wir mal hier gleich noch ein bisschen Strom erzeugen. Hier schön so an der Brücke lang. Kann keiner meckern. Da haben wir auch gleich ein Verbindungsstück hier rüber in die andere Region. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde am liebsten hier noch eine Ausfahrt hinzimmern
und dann die Industrie hier hinten hin verlegen. Denn hier hinten stört es mich doch schon so ein bisschen. Ist alles andere als schön. Wir können ja mal gucken, was wir hier an Autobahnabfahrten haben, beziehungsweise momentan haben wir nur auch nicht ganz so viel Geld. Ja, okay, wir können bloß einen einfachen Kreisverkehr bauen. So ein großer Kreisverkehr. Die Kleeblattkreuzung und hier für 16.300 können wir die Dreibahnkreuzung machen, die eigentlich momentan hübscheste Standardkreuzung, finde ich persönlich. Und was kostet uns denn die Straßeninstandsetzung? Okay, die kostet 40.000, ist ein ordentliches Stücke. Aber ich gehe mal auch davon aus, muss ich ganz ehrlich sagen, dass... Whoops, jetzt sollten wir hier erstmal einen Müllkipp auf jeden Fall öffnen. Damit der ganze Müll hier entfernt werden kann. Dass jetzt hier mit dem Strom alles glatt läuft, hoffe ich einfach mal. Wir sind momentan im grünen Bereich. Sollte alles relativ funktionieren. Ja, als nächstes würde ich jetzt hier hinten, wie schon eben beschrieben, erstmal eine Autobahnabfahrt bauen. Um hier hinten dann das Industriegebiet hin zu verlegen. Können wir sogar eventuell auf ein bisschen Forstwirtschaft gehen. Hier drüben dann auf normale Industrie. Denn hier die ganzen Fahrzeuge, die hier rein wollen, wollen ja alle überwiegend, wie es aussieht, momentan ins Industriegebiet. Können wir ja nochmal gucken. Klicken wir mal hier ein Zufallsfahrzeug an. Eiswürfelfabrik wieder mal. Na, so ein Glückstreffer aber auch. Ach, aber diesmal zu einer anderen Eiswürfelfabrik. Ja, wie gesagt, die brauchen hier dringend eine Warenkorb AG fürs Industriegebiet eine extra Autobahnabfahrt. Und die Straßenbahn behindert da hier doch schon so etwas. Beziehungsweise, ja, Straßenbahn jetzt umlegen, wüsste ich jetzt so auf Anhieb nicht wie. So, aber sobald der Müll abgeholt ist, wir fahren ja momentan wieder relativ gut. Plus, wie gesagt, Strom haben wir auch gut. Werden wir einfach mal das Industriegebiet nach hier hinten verlegen. Können wir denn eigentlich schon eine Müllverbrennung bauen? Nee, können wir noch nicht. Die kommt ab 5.500, genauso wie die Büroräume. Na, da freue ich mich ja. Unser Wasser ist auch top. Gucken. Zack. Die Rohre können wir hier problemlos verlegen. Ja, wie gesagt, Industrie ist egal. Wir werden erstmal hier hinten ein paar Rohre hinbauen, sodass die ganze Fläche hier ein bisschen genutzt werden kann später. Machen wir es doch erstmal hier zu der Seite, in die Richtung. So. Damit haben wir schon mal ein bisschen Kohle investiert fürs Wasser. So, etwas müssen wir aber allerdings noch sammeln. So bis 16.000 war das Ganze. Ja, der Müll nervt hier die Bürger etwas. Was ist hier eigentlich dieser gelbe Bereich? Waren es die Naturrohstoffe hier, wo sie Farm und so weiter anbauen können? Ja, Tatsache, fruchtbares Land kann hier gebaut werden. Ich meine, theoretisch könnten wir auch hier so ein bisschen Pharmaindustrie hinsetzen. Wird dann später natürlich alles noch geändert, sage ich mal, wenn ich die Insel hier zur Hauptstadt ausbauen möchte. Aber so für den Anfang, glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt. So. Schauen wir einfach mal, gucken wir nochmal hier, wie, ob das Gebiet wirklich gut markiert ist. Sieht gut aus. Ziehen wir hier noch, wobei Strom ist noch im grünen Bereich, Wasser eigentlich auch noch top. Der Müll ist nicht so dolle. Wir ziehen hier erstmal eine Straße lang. Straße mit Gras, ja gut.
Wir gehen erstmal von hier aus ab. Und verknüpfen das Ganze hiermit. Nicht genügend Geld. Gut, aber immerhin fahren wir momentan keine Miesen ein, das ist schon mal von Vorteil. Schauen wir uns nochmal die markierten Bereiche an. Beziehungsweise können wir hier gleich auf die Rohstoffe gehen. So. Oh, bevor ich es vergesse, Moment. So, bevor sich hier die falsche Industrie nämlich ansiedelt. Oh, was haben wir denn hier? Kleine Gewerbespezialisierung. Entfernt die Gewerbespezialisierung aus dem ausgewählten Viertel und setzt die Zone wieder auf das voreingestellte Gewerbe zurück. Okay. Die Tourismusspezialisierung richtet Gewerbegebiete auf die Bedürfnisse von Touristen aus und bietet ihnen Unterkünfte, Restaurants und andere Aktivitäten an. Verursacht Lärmbelästigung, lockt Touristen an. In Ordnung. Oh. Was haben wir hier natürlich wieder mal vergessen? So, einmal das hier. Und Strom. An Strom soll es euch auch nicht mangeln. So, was mich ja interessiert hat, was hier jetzt für Bauernhöfe kommen oder wie auch immer. So, weg mit dir hier. Das sind scheinbar Obstplantagen, genau. Was für Obst wächst im Winter? Wurstwaren. Okay. Das sieht aus wie so eine alte Kriegsbaracke oder sowas. Ja gut, auf den normalen Maps hat man ja auch so Schweinezucht und so weiter oder Pferde. Und ja gut, hier gibt es halt mehr Obstplantagen und so einen komischen Bunker. Das hier sieht, Saftpresse sieht ganz gut eigentlich aus, um ehrlich zu sein. Irgendwie wird der Müll da hinten gar nicht weniger. 79% voll, du darfst jetzt erstmal mit einsammeln. Weil hier auch schon wieder 100% voll. So kommen wir doch nie an Kohle, Mann. Dann eine weitere Mülldeponie bauen. Zack, hingezimmert. Jetzt muss hier aber mal langsam, bevor uns die ganzen Bürger jetzt wieder wegsterben und wir wieder ins Negativ. Tiefe fallen. Und dann sollten wir mal dringend gucken, dass wir hier noch eventuell dem nächsten paar, werden wir mal jetzt auch gleich noch machen, Wohnungen hinzimmern. Ich meine, wir kommen zwar jetzt schon mit dem Müll nicht wirklich hinterher, aber so ein paar Wohnungen nebenbei ist nicht wirklich verkehrt. Denn wir brauchen ja die Mieteinnahmen. Andersrum ist das Ganze so ein verkackter Kreislauf. Wenn wir jetzt mehr Wohnungen haben, brauchen wir auch mehr Müllabfuhr. Das ist alles schon nicht wirklich einfach so. Und jetzt haben wir nicht genügend Geld. Okay, aber wir fahren immer noch leichtes Plus ein. Danach werde ich mal hier das Industriegebiet mit verknüpfen. So, jetzt wird hier auch der ganze Müll abgeholt. Ich sehe schon, wir kommen hier nie zu unserer Autobahnausfahrt. Ja, sehr, sehr hübsch. Auf jeden Fall wächst unsere Insel hier langsam. Ja, und wie gesagt, danach werde ich, sobald wir ein bisschen mehr kontinuierlich, oder was heißt kontinuierlich, oder mehr, sobald wir eine solide Grundbasis haben von Geld, was wir einfahren werden, werde ich hier hinten die Halbinsel noch mit Industrie erstmal zuhauen, damit die ganzen LKWs hier einfach nur rauf und runter können, ohne jetzt hier hinten mit die Stadt zu blockieren. Und wenn das soweit gemeistert ist, werden wir hier die Straßen ein bisschen größer ausbauen und das Ganze ein bisschen angenehmer gestalten. Und wie gesagt, die dreckige Industrie lagern wir etwas aus, sodass hier in der Stadt dann nur noch Bürogebäude mehr oder weniger als Arbeitsdienstleister sind. Oder als Dienstleister.
Allerdings können wir ja mal gucken, wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Plus. Ich meine, wer freut sich nicht über so ein bisschen Park hier, hm? Und zwar die Schneemobilstrecke. Keine Lärmbelästigung, keine Verschmutzung. 4.048 die Woche. Das 2.540 die Woche. Ein Eishockeyspielfeld. Das Eishockeyspielfeld ist für Hobbyspieler im Viertel vorgesehen und bietet gerade ausreichend viel Platz. Ja, ich meine, warum nicht, hä? Sowas kann man doch eigentlich mal theoretisch setzen. Da hinten gibt es schon eine Attraktion, daher würde ich ganz gerne das Eishockeyspielfeld hier so hinsetzen irgendwie. So, da müssen zwar ein paar Wohnungen weichen, allerdings glaube ich, ist hier in der Ecke schon ganz schön. Gucken wir uns das Ganze mal an. Gelber Boden sind die Scheinwerfer und da spielen sie auch schon. Tja, vier Mann, die da rumcruisen und ein bisschen Hockey spielen. Eishockey. Hübsche Animation.